Hello guys, moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich hoffe, meine Haarpracht gefällt euch. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare lassen. Julia meinte schon, wenn das Ding nicht ab ist, dann schlafe ich auf der Couch. Schade, aber die Couch ist ja auch bequem, ne? Ich bin ja aktuell nicht so ganz im Metagame drin, was League angeht. Hab mir die LoL-Trends von Maxim angeguckt und er hat da Grasp Senna erwähnt. Das Ganze war vor einer Weile schon mal relativ beliebt, aber hat jetzt so eine kleine Wiederbelebung erfahren. Das heißt, heute zocken wir Grasp Senna mit Frozen Mallet, Black Cleaver, schön off-tanky und gucken mal, ob das Ganze vielleicht viable ist und ob wir es vielleicht auch bald wieder in der Prime League, in der LEC und so weiter sehen werden, ne? Viel Spaß. Wir spielen natürlich trotzdem Support Senna. AD Carry Senna ist seit den ganzen Nerfs halt leider einfach nicht mehr wirklich so stabil. So. Ist das schon der erste Grasp Proc gewesen? Ne, noch nicht, ne? Da haben wir unseren ersten Grasp Proc. Ich meine, die Theorie sollte relativ eindeutig sein, ne? Senna kriegt eine sehr, sehr hohe Range und will halt viel poken, das heißt, man kriegt auch viele Grasp Procs. Das ist natürlich so ein bisschen die Theorie dahinter. Zack, da ist direkt der nächste. Und die Pokes machen natürlich auch direkt ein bisschen extra Damage. Das ist natürlich ein weiterer Vorteil. What is she doing? Okay. Ja, nehmen wir gerne so mit. Der große Nachteil, wenn man Grasp mitnimmt, der liegt natürlich auf der Hand. Du hast halt die Freeze-Rune nicht dabei. Bedeutet, du kannst halt auf der Lane ein bisschen schlechter deine Seelen farmen. Aber die Seelen sind halt inzwischen eh tot genervt. Von daher muss man halt andere Wege finden, mit Senna irgendwie useful zu sein. Auch, dass wir gegen Lulu spielen, ist halt mega nice, ne? Weil, also gegen einen Engage-Supporter hast du natürlich mit Senna immer deutlich mehr Probleme. Lulu ist halt genau das, was du willst als Senna. Weil traden kannst du halt, ne? Mit deinem Constant Sustain. Das ist die große, große Stärke von Senna. Und die kann ich hier auf der Lane voll ausleben. Die gewinnen den Trade nicht. Na gut, die Kaiser ist ein bisschen lost in diesem Game. Nehmen wir gerne mit. Wir haben jetzt schon 7 Grasp Procs. Ja, haben oder nicht haben. Ich denke, es ist immer ganz smart, dann auf der Lane jetzt hier quasi Minions anzuhitten, damit du den Grasp Proc kriegst. So, und das dann zu abusen ein Stück weit. Wenn du Seelen einsammelst, dann resettet der Grasp Proc auch. Das heißt, der bleibt dann quasi aktiv. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Dieser Extra Damage ist ja wirklich knackig, muss man sagen. Wie viel sind das aktuell? Das sind so 10 Extra Damage, ne? Kann man sagen, ungefähr. Naschen die aber gerade schon ganz schön weg, muss man sagen. Ne? Das ist ja not even close. Und du kriegst halt den Grasp Proc auch mit deinem Q auf Long Range geprockt. Das ist ja auch mega nice. So, sehr schön. Wir gehen jetzt ab in die Base. Und wollen uns natürlich Frozen Mallet kaufen. So, da ist Frozen Mallet. Zack. Ich denke mal, die extra HP am Start ist natürlich auch ziemlich nice. So, einfach mal so ein dicker Chunk HP im Itembild. Schmeckt ganz gut. Ich meine, ich habe jetzt gerade so viel Leben wie der Zack. Kann man mal machen als Support Center. Es fühlt sich richtig komisch an, so eine dicke HP-Leiste zu haben als ADC. No joke. Aua, oh nein, bitte nicht. Ich bin einfach fucking unsterblich. So, wir sind jetzt bei knackigen 40 Seelen Minute 10 angekommen. Junge, ich bin so tanky, ne? Ich kann machen, was ich will. Das ist so geil. Da müssen wir jetzt aber aufpassen hier. Ja, okay. Bruder. Brother. Okay. Ja, das war... Schade. Ja, da wollte ich auch mal ein Play machen. Ja, hätte ich überleben können, gebe ich zu. Jetzt guckt euch einfach mal an, wie tanky ich bin. Das ist so lustig, ne? Ich habe 1700 Leben, Alter. Ich habe jetzt schon 600 Leben mehr als mein AD Carry. Das ist so schön, einfach mal nicht One-Shot zu sein. Also wahrscheinlich One-Shottet mich der Jace trotzdem, aber... Was machen die hier, ist die Frage. Was ist die Mission dieser Kaiser? Denkt sich, oh, die Senna ist alleine, da fleckt sich jetzt rein. Aua, ai, au, au, au. Hol dich da. Ich ulte mal. Erstklassige Ultimate natürlich wieder vom absoluten Senna-Gott. Ah, den Assist habe ich mir aber auch verdient. Guck mal hier. Badabing, badabong, badabam.
Das hat er überlebt? Ja, ist unglücklich. Ja, war vielleicht ein bisschen Deep Kane. Aber den Tower kriegen wir. Ich habe 2000 Leben. Das macht mich einfach so glücklich. Ihr wisst gar nicht, auf so eine ganz perverse Weise macht mich es glücklich, einfach zu wissen, dass die Gegner mich nicht auslachen können. Der Mensch ist aber schon stabil hier, ne? Oh, sein Damage aber auch. Ich bin strong. Holy moly. 22 Grass Procs. Das sind über 100 Leben, die wir extra haben, ne? So, wir haben jetzt Pressure Top. Das heißt, wir rotieren da auch hin. Der Sek macht da seine Sachen. Wir unterstützen das Ganze. Okay, sie brauchen gar keine Unterstützung. Dann gehen wir in die Mitte. Das ist halt risky, Caitlyn. Das ist halt sehr risky. Das ist schon sehr risky, Caitlyn. Also ich werde jetzt geflamed dafür, dass sie stirbt. Pass auf, die Caitlyn flamed mich jetzt safe gleich. Das ist, But like, where are you going? Ist einfach nicht so gut von mir. Also an sich war es jetzt wirklich nicht gut von mir, dass ich wieder zurückgelaufen bin, weil jetzt ist Top-Lane gestorben und Mid-Lane gestorben. Also wenn ich Top-Move, muss ich auch Top gehen. Aber dass die Caitlyn da stirbt, das lasse ich mir jetzt hier nicht anrechnen. Was willst du eigentlich, Jace? Was willst du? Was willst du, Jace? Denkst du, ich bin Supporter oder was? Denkst du, ich bin ganz normaler Support-Main? Nee. Ich bin Tank! Ich bin wirklich gerade so der tankigste Charakter im Spiel, ne? Ich habe mehr HP als der fucking Darius, Mann. Als der Solo-Lane Level 12 Darius. Linke lassen wir natürlich. Wir brauchen ja Items. Der Spaß hört nämlich noch gar nicht auf. Wir gehen jetzt schön hier für... Ne, wobei eigentlich sollten wir nicht Base gehen. Das ist wieder so ein klassischer Silber-Move. Nichts gegen Silberspieler, aber Kill geholt. Erstmal Base gehen. Ne, jetzt schön hier Pressure auf der Map erzeugen. Ihr sollt ja auch was lernen heute. Pushen jetzt hier Mitte aus. Ich move jetzt hier zusammen mit denen in den Jungle. Ich kann ja machen, was ich will. Ich habe 2100 Leben. Ist doch scheißegal hier. Guck mal hier, der Jace ist zu weit vorne. Der stirbt jetzt. Tschüss, Jace. War schön mit dir. Wo ist mein Team? Da ist mein Team. Na gut, schade. Wo ist der Rest meines Teams? So. So, aber dafür kriegen wir jetzt hier Botlane Turret. Seht ihr? Und wäre ich Base gegangen, was wäre passiert? Gar nichts. Wäre ich Base gegangen, hätten wir einfach nichts bekommen. Jetzt kriegen wir hier fast einen ganzen Botlane Turret, fast einen Midlane Turret. Guck mal, die stirbt jetzt hier auch nochmal. Oh, scheiße. Wäre schon mal weg natürlich, professionell. Sterben trotzdem. Läuft doch super. Scheiße. Aber wir haben jetzt noch mehr Leben. 2300 und wir sind noch nicht fertig. Die machen Nash, ne? Aber nicht so smart. Hätten wir wahrscheinlich doch Base gehen sollen. Die Caitlyn ist aber strong. Das Sek ist halt auch einfach so ein Müllchamp, ne? So, Junge, die Caitlyn, meine Güte, die sollte ich wirklich nicht alleine lassen. So, jetzt Minute 22, gönnen wir uns endlich auch mal das andere Trinket. War bisher aber auch einfach nicht notwendig. Und wisst ihr was? Am Ende war es worth, dass ich Mitte gestorben bin. Die Gegner haben den Nash gemacht, wurden gebaitet, die Caitlyn hat komplett rasiert, wir haben 4 Kills, King Free Nash. Wenn das nicht schon wieder geplant war, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich habe ja auch jetzt vor kurzem, so wie viele Streamer, angefangen Schach zu spielen und dadurch denke ich jetzt halt auch mehrere Züge voraus und konnte halt einfach predikten, dass sie den Fight am Nash verlieren werden. Ja, gern geschehen. Also was halt nervt, ist, dass man so lange für die Wards braucht, wenn man nicht das Item hat. Aber abseits davon fühlt sich das schon herbe geil an, mit 2600 Leben rumzulaufen. Ich glaube, ich habe wirklich sogar mehr Leben als der fucking Sek. Das ist halt schon echt insane. Klar, mein Damage leidet ein bisschen drunter, aber den Trade nehme ich in der aktuellen Meta gerne ein. Weil wenn man tot ist, macht man bekanntlich auch keinen Damage. So, wir gehen jetzt in die Mitte. Wie viele Grass Procs haben wir? 26. Ich glaube, da geht theoretisch sogar mehr. So, jetzt lassen wir unser Ken-Minion hier arbeiten. Einfach fleißig blocken. Wir könnten natürlich auch unseren Toplane-Push hier nehmen, aber wir machen einfach einen Aram so. Ich glaube, in der Elo ist ein Aram halt immer noch das Beste, was du machen kannst. Der Junge hat Bock. Der hat auch Bock. Die haben ja alle maximal Bock. Ich will auch Bock haben. Ja, Ult gemisst. Woo! Ich komme halt nicht mal ran. So, ich habe fucking 700 Range und ich komme einfach trotzdem nicht ran. Das ist halt schon sad. Also ich muss hier glücklicherweise nicht mal so viel machen, weil unser Team so hart rasiert. Guckt euch meine Range an. Ist das schön oder ist das schön?
Und der ist geslowt. Und der ist immer noch geslowt. Und du bist auch geslowt. Und weiter geslowt. Also dieser konstante Slow vom Frozen Millet ist halt auch echt fucking strong. Ich habe wirklich mehr Leben als der Zack. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ich habe nicht mal zwei Items. Und ich habe mehr Leben als der fucking Zack. Wie dumm ist das bitte? Ich bin offiziell der Champ mit dem meisten Leben in diesem Game. Obwohl wir einen fucking Red Kane haben. Wir haben einen Wukong, wir haben eine Cassio. Die Gegner haben einen Darius, die haben einen Zack. Ist mir egal, ich bin fucking Grasp Senna. Lul. Damage-technisch werde ich jetzt halt nicht so viel gerissen haben in diesem Game. Wobei, war sogar in Ordnung. Mehr Damage als ein Kaiser. Aber klar, also Damage fehlt halt ein bisschen, dadurch, dass ihr wenig Lethality baut. Dafür seid ihr halt arschtanky. Ob der Build jetzt wirklich der neue Ultra-Meta-S-Tier-Item-Build auf Senna ist, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn ihr mit einem AD-Carry zusammenspielt, ist es nice, weil dann habt ihr halt nicht zwei harte Squishies auf der Lane. Und wenn ihr halt als AD-Carry auch das Gefühl habt, einfach von jeder Rolle überall durchgenommen zu werden und keinen Spaß habt, weil ihr immer One-Shot seid, dann probiert den Item-Build mal aus. Ich glaube, er könnte euch sehr gefallen. Und obwohl ich legit sogar das wenigste Gold nach Lulu hatte, überlegt euch das, ich hatte so wenig Gold, aber habe so viel Tankiness gehabt, konstante Slows, hätte ich Black Cleaver fertig gehabt, auch noch die Armor-Shred. Ist, glaube ich, schon sehr, sehr nice, der Build, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne eure Meinung zum Item-Build und zum Schnauzer in die Kommentare. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.